Hallöchen, Videotagebuch. Heute ist der 27.06. Ein Tag vor Abfahrt zu Angkor. Ich bin hier gerade schon am Packen. Muss noch die Geschenke hier für Angkor einpacken. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen so ein Rust-T-Shirt zu schenken, Berliner Luft und ein Bier hier aus Potsdam. Muss ich mir alles gleich kaufen, ey. Scheiße. Ja, ich bin hier separat hier noch an meine Wohnung ausräumen. Weil ich ziehe ja um. Nächste Woche, 1. Juli, ziehe ich um. Heute habe ich frei. Ja. Bin hier schon am Packen. Hier so geile Kiste mit Anzügen und Hemden. Geil. Hier noch ein paar Kisten. Ja, 15 Kisten habe ich jetzt zusammen. Mehr wären es auch, glaube ich, nicht. Ja, hier gucke ich gerade Rust. Geil, Rust. Oh yeah. Ja. Ja, guck mal hier, wie mein Balkon aussieht. Richtig groß ist der eigentlich. Nicht so breit, aber lang. Ist gerade um 8 früh. Ja, Angkor, morgen ist es soweit. Dann geht die Luzi ab. Hier, das ist die Küche. Nicht so spektakulär, so Einbauküche-mäßig, ne? Kühlschrank ist auch nicht mehr drin. Außer Bier. Nur noch Bier. Und Sekt. Oh. Guti. Ich melde mich morgen wieder, ne? Ja, Anko, wir fahren jetzt nach München. Yeah. Patrick habe ich schon gefunden. Hallo, Angkor. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Süddeutschland und Niederbayern. Wieder in Bayern, Niederbayern und wollen dann ein Meeting abhalten. Ja, bis gleich. Hey, wir suchen jetzt erste Klasse. Oh Gott, voll, ey. Alle wollen nach Bayern. Ja, das ist schon eine gute Entwicklung. Erste Klasse soll irgendwie E bis F sein, müssen wir weiter hinten laufen. Ihre nächste Anschlussung RE3 nach Lutherstadt-Wittenberg über Jutta. Wagen 11 stand drauf, mal gucken. Heute verändern wir Rast. Wagen voll. RE2 nach Cottbus über Lübben. Abfahrt ab. Ich dachte, wir sind jetzt in Rom irgendwo so. Wir haben jetzt den Sitzplatz gefunden. Auf nach. Planek. Wir müssen Angkor noch verarschen, dann ja. Die Zeit ausmachen. Ne? Ich habe extra noch so eine Liste von Ortschaften herausgesucht. Die anderen Plattformen, welche Ortschaften in Brandenburg. Planek ist irgendwo in Bayern. Aber es ist in Oberbayern, habe ich gegoogelt mal. Vielleicht kennt ihr das ja. Mal gucken. Oh, wie viel Platz hier ist in der ersten Klasse? Ja, wir sind. Oh, das muss ich mal filmen hier. Oh. Scheiße, ich hätte, das, ich hätte noch ein Foto von Nürnberg machen. Wie im Flugzeug damals gewesen, ne? Ich hätte noch ein Foto von Nürnberg machen müssen. Ja, wir sind hier in Nürnberg, wir warten gleich auf die Kneipe nach Planegg. Wir sind jetzt in Nürnberg angekommen. Patrick kauft sich gerade Wasser. Ja. Kein Bier? Nein. Und ich weiß, dass Angkor übermäßig viel Bier dabei hat. Und dann können wir nachher das Handelsplatz gemeinsam auswerten. Wie sind die neuen Börsentipps? Können wir alles nachher auswerten, ne? Wie ist die Staatsverschuldung? Ja. Und hast dich verzockt mit den Aktien, ne? Ja, ich bin nur jetzt nur 3.500 Euro im Plus von daher. Alles. Was gibt es hier noch in Nürnberg? Istanbul gibt es in Nürnberg. Bin hier so selten. Wie lange haben wir noch Zeit? 12, jetzt halbe Stunde haben wir noch. Gehen wir raus. Okay. Dann gehen wir raus. Wir melden uns gleich mal wieder. Fotografieren, dann siehst du, dass wir richtig sind. Hallo. Ja, ich stehe jetzt hier und warte auf den Zug, der uns nach wohin? Nach Franken bringt. Nein, ich war nach Niederbayern. Wir sind ja in Franken. Oh, und dann werden wir etwas Kultur machen. Mal sehen, was er sich überlegt hat, ne? Ja, bin ich sehr gespannt.
Mal sehen, welches Drückerin er heute... Ein toller Bahnhof hier, ey. Unglaublich. Ja, aber ich will nicht laufen. Wien! Wir kommen! Wien! Ja. Hier. Das ist geil. Sehr gut, dass ihr mich abgeholt habt. Live! Hi! Das ist ja geil. Du hast ein rosa Shirt hier an. Ja, extra für dich. Achso, geil. Du stehst auf rosa, ey. Na? Hi, grüß dich. Ich muss mich gleich noch umziehen, ey. Es war so kalt und morgen, ich muss mir eine lange Hose anziehen. Fresh oder was? In Berlin wird ja leider noch Wind. Scheiße, warum? Da am Nachbartisch haben zwei Leute diskutiert, ob David Malaria zu Recht mit der Medal of Honor ausgezeichnet wurde oder ob das Army Cross auch ausreichend gewesen wäre, aber ich habe mich da nicht eingemischt. Geil. Wir sind jetzt hier angekommen. Hallo. Bei Anko. Ja, wir sind gerade ausgestiegen. Wir sehen ja die Garage. Ja. Und meint, er kommt gleich wieder. Das 68 Haus. Es kommt bestimmt irgend so ein Scheiß. Wo ist er? Wo ist er? Oh, hier ist sogar ein PC. Ja, hier sehen wir die ist denn Autopatte? Die Musikanlage, der Spiegel ist. Der kann man echt mal zocken, oder? Ja, ist schon kühl wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, der Teil zu bestimmt. Naja. Weiß ich nicht. Zumindest ehrlich ist. Dankeschön. Geil, was sind das hier? Deutsche Bahner Lieblingskäse. Erste Klasse Käse. Lieblingskäse. Geil, danke. Extra Cocktail, dass keine Fliegen reinfliegen können. Geil. Geil, aber danke. Bitte. Lass dich umarmen, jemand. Lass dich umarmen, ich fand es immer so. Geil. Danke, danke. Und dann bring ich dir noch diesen Hasselflippenschlag. Auf den haben wir richtig gemacht. Oh nee, oder? Geil. Geil, ja. Das ist so der Staffelklammer. Das ist the best. Hat man immer gesagt, bitte nimm da mit. Das ist geil. Das ist geil, oder? Nein. Kurz so die Originalfarben oder so. Geil. Der Autogramm heute Nachmittag dann. Genau. Autogramm ist später an der Kasse. Wie, jetzt sieht sich aus. Na, jetzt noch normaler, ich verwurscht. Die habe ich auch, die Puma-Dinger. Ja? Ja. Hier unbedingt, meine Damen und Herren, Schaschlik, russische Frauen sind, sind zwar in Spanien, aber... Hier ist Schaschlik, meine Damen und Herren. Hier. Das ist kein großer Fleck, das ist Paschi! Guck dir den Bauch an, ey. Geil! Aber ihm geht's gut. Aber ich arbeite auch dazu. Wir hören sogar deutsche Songs. Hast du was? Okay. Ich mach den Sekt, den Track, ich schick das dann Geschäft. Komm mit deiner Kinder. Ich ficke auf dein Interview. Von mir ist das? Wir machen mal was von unserer Zeit hier. Unsere Zeit. Wieso? Von unserer Zeit. Unsere Zeit, bitte. Der Nacht von der Bühne hebt. Ach, hier. Ach, na, von mir ist das nochmal. Fantastisch. Ja, stimmt. Hätte ich jetzt vom Video getippt, aber hey, Stuttgarter. Muss ich betönen? Ich muss erst mal gucken. Wann die hört? Ach, das ja. MFG oder wie es heißt, ne? Aber das ewig alt. Ich hab doch drei schon. Wir alle. Schaut's aus? Ja, gerne. Übung macht den Meister. Jawoll! Oh, jetzt Gier! Argo geht richtig ab hier. Mensch, wenn ich mich den Ball wegnehme, was soll denn das? Guck dir selber den Ball. Geil! Ist das geil? Geil. Oh! Oh. Oh, fuck, hier Ultimüli. Moin! Weil die Hochdruck, oder? Weil was so lange gedrückt hat. Wenn es so in der Luft nehmen willst, dann muss der Ball erst, wenn er fast am Fuß ist, knallen. Bitte den Gegenspieler keine Hinweise geben, die nützlich. Du kannst da einfach viel mehr merken, wie. Also. Erstmal ein Bier, bevor hier Frauenfußball losgeht, meine Damen und Herren. Hier Schweden gegen Deutschland, ja. Hier Basti. Da hinten chillt hier Paschi. Oh,
Hier, Flo. Auf den Sieg. Vor wem? Genau. Und das zweite Video kommt noch mit Schnupfi, Schnupfi. Schnupfi. Lass mal hier gleich mitlaufen. Eieiei. Schau dir den Berg an, ey. Oh, leck Scheiße, ey. Das ist aber, okay, ja. Aber hast du jetzt öfter Schnupfen eigentlich dann da später? Oder? Yes, na, und ich tue den Glanzheiferl. Ich bin noch nicht das. Der Glanzheiferl. Ja, ich habe es auch gesagt. Also, Glanzheiferl. Du bist doch nicht gleich süchtig. Du bist vielleicht doch. Vielleicht doch, ja. Wir haben gestern schon geschmackt. Na, dann lass mal. Okay. Wollen wir nicht die Berliner Bären verführen? Genau, Berliner Bären, genau, hier Eishockey. Warum Scheißspiel? Warum Scheißspiel? Das war nicht kein Abseits. Weil ja hinter dem Ball war. Geil! Ist das geil! Ja, trotzdem Abseits. Ah, Patrick verliert hier. Ah, steht jetzt 5-0. Naja, aber wenn ich hier nicht faulen kann, was soll ich da machen? So nice, ey. Naja, es ist halt, ist nicht mein Sponsor, sag ich mal. Schon wieder Tor. Ja, das ist ja nicht schwer, wenn so viele Spieler nicht mehr da sind. Ja, sehr gut. Ein bisschen Jubelpose auch dann machen, bitte. Okay, gut, sonst ist ja für Video doof. Sehr schön. Sehr gut. Dein Fallspiel da. Und jetzt der finale Schlag. Der erste, wenn du den Teller voll kriegst, dann kriegst du der am längsten aushalten muss, bevor er essen darf. Jetzt geht's los. Mhm. Essen. Naja, vom Anblick her. Aber. Freust du dich aufs Essen? Ja, so viel Anstand habe ich schon. Fällt mir aber sehr schwer, das ist ja schon klar, aber. Kuba ist geil. Flo, du kannst von der Küche noch auf dem Esstisch quasi von der Küche hier. Ja, ein guter Spruch. Bierpong spielen wir jetzt. Alles klar. So, ihr könnt es so aufstellen, wie ihr wollt. Dann machen wir einmal vor, dass man erstmal, also dass man das immer sieht, nicht, dass man das schon vorher macht und wie sie einfach mal machen soll. Sie nehmen einen von diesen Größen. Von den Größen kannst du vergessen. Ja, na klar. Ja. Da gehst du da her. Das Spiel beendet, weil alle Becher umgefallen sind. Ganz toll. Groß, ey. Das soll mir recht sein, ja. Triffst du sowieso nicht. Ja, das ist ja das Schlimme, wenn wir nicht treffen. Dann müssen wir trinken. Na so gut, wir wollen noch trinken, oder? Nein. Aber zur Vorführung. Das macht er immer hier vor den Autos und verlangt dann Geld. Du bist begabt, ey. Was ist so begabt? Das ist Übung. Eine Übung ist das. Aber der hat schon Bange, da zu trinken. Ach. Nee, ich treffe sie so bitte, nicht. Ich kann nicht mehr. Ich muss von Bayern wieder heimfahren. Guck dir den Sonnenuntergang an. Oh. Ja, den Sonnenuntergang. Die machen uns zu Alkoholikern. Tomorrowland. So. Fängst du an, Patrick? Also er kennt Spielschirme. Ja. Das war die Album. Oh, jetzt fängt er an. Er fängt ja nichts hier. Hey, hier, üben zählt nicht, gell? Ja, genau. Also immer probieren nochmal so, also ob ich das richtig weiß. Genau. Und wenn ich jetzt treffe, müsst ihr trinken. Ja, wenn er drinnen bleibt. Das ist echt flauschig. Das war die blaue 860. 1860. Ja, die himmelblaue. Das steht jetzt auf dem Boden, der Thorsten. Geil. Der Thorsten schläft am Boden. Thorsten Donnerstein. Das stimmt sogar, ne? Weißt schon. Der ich bin als staatlich examinierter Krankenpfleger, bin auch mit Geil, wohl mit verantwortlich. Ich meine, da leg dich jetzt dahin. Staatlich examinierter. Ich bin staatlich examinierter Krankenpfleger und staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger. Bitte legen Sie sich jetzt hier schlafen. Sonst muss ich die Polizei holen. Ich gebe jetzt hier auch keine Interviews mehr. Ey, das schläft ja wirklich vom Boden, ey. Ich habe früher auf dem Boden geschlafen, auf dem Fußboden.
In Spandau. Da nicht, weil ich eine Wohnung gehabt, aber. Ich gebe jetzt hier auch keine Interviews mehr. Nichts oder so. Oder Pascal. Thorsten. Das ist schon die ganze Zeit. Das hat den töten. Ja, ich denke, dieses Video wird bei YouTube gut viele Klicks bringen und wir können lassen es essen monetarisieren. Thorsten sagt gut den Namen. Trink jetzt einen Schluck aus der Plastikflasche. Hier ist Farid Bang, oder wie heißt er? Farid Bang. Farid Bang. Mach mal, geh mal auf Klo. Mach mal, zeig ihm mal das Farid Bang, in der würde die AK an der Wand stechen. Hey, was geht ab? Was passiert, wenn der Nachbar mit einer AK 47 mit einer ballistischen Reichweite von 1,4 Kilometer? Dann ziehe ich eine Panzerfaust unter meinem Kopfkissen heraus, meine Leute. Farid Bang erstmal sehen, was los ist. Bei Rast gab es aber auch nie alkoholische Getränke. Es war gut, wenn man so eine Whiskyflasche mal gefunden hat. Also, wenn man 100 HP gehabt hat. Also, Digga. Oh. Haut's rein. Gutes Nächtle, Jungs. Gute Nacht, wa? Adalbert, alles klar, gute Nacht. Und pennt mal richtig, ey. Ja. Morgen gibt's Pancakes. Pancakes. American Style. Das ist eine Besatzungsbrett. Kolleppe, Dicke Spezialität, der wird dir Adalbert schon bereit sein. Na? Ciao Bella. Du musst den Banditencamp. Banditencamp. Wo wir Roulette gespielt haben. Ja, genau. Ja. Ja, das wird doch in den meisten Fällen wird der Händler euch einfach erschießen. Weil du schießt du einmal rum und dann schießen die ja zurück. Aber so ja, 3 Sekunden, dann bist du wegkommen. Wir wissen nicht, wann wir abfahren sollen. 14.01 ICE 26 und 14.04 ICE 26. Hä? Gleichenhalt Nürnberg und hier auch Nürnberg. Verstehe ich nicht. Ah ne, 14.01 ist Montag bis Samstag und hier steht Sonntag bis 30. Dezember und ab 31. März. Am 31. März bis 30. Dezember, Sonntag. Wir werden nie nach Hause kommen. Und hier ist, Kurs Nummer 1 ist. Wir sind gestrandet. Nicht. Weißt du, das ist hier. Aber trotzdem steht da. Winkwind? Wolltest du noch machen? Wenn ich alle habe, nein, das klappt, kann ich ja nicht. Wieso denn? Hallo Ankur, wir haben hier etwas Kultur gemacht. Wir sitzen hier und grillen. Wir haben gegrillt, wir essen jetzt. Und. Ja, wir sitzen hier und. Ich merke, dass du die EU-Datenschutzrichtlinie hier nicht einhältst, dich vehement dagegen wehrst. Und es ist schön, dass du diese Mütze aufhast, die an ein Denkmal am Stadteingang von Deggendorf. Genau, richtig. Hast du das extra deswegen machen lassen? Oder? Nein! Was ist das denn? Das macht dich verrückt, ne? Ja, das wird krass, ey. Was ist das? Ihr müsst euch was warten zu Hause. Dividende. Eigentlich erst hierher kommen. Auf geht's, Bruder! Los! So, meine Leute, wir essen hier Weißwurst. Weiß hier. Schade mit süßen Senf und scharfen Senf. Okay. Hier natürlich das Weißbier dabei und die Riesen, die Lauben, die Becken. Genau. Guten Appetit. Hey, Schlüssel lassen. Nein. Boah. Okay, das hat nicht. Ich will ja nicht fotografiert, ich kann meine Bildrechte nicht freigeben. Wir sehen uns hier Mäckel an, weil das jetzt richtig nice ist. Und er filmt das Ganze dabei. Und Andreas, wenn du hier nicht ordentlich Rast spielst,
muss es sich leider auch zwangseinweisen lassen. Ja? Also überlege es dir gut. Immer schön rasch spielen, immer schön machen Holzhacki, Hacki, Hacki, Steinhauli, Hauli und Laubhauli, Sammli, Sammli, ne? Alles klar. Wenn man. So, Harris, was war denn dein Counter gestern? Wie viele Mädels hast du angebaggert? Sendung. Also, wie, als man vergewaltigt werden würde. Aber unser Haus hatte auch keine wirklich gute Sicherheitsarchitektur. Es war einfach nur ein Felsen gebaut, wild und still. Also, so konnte man auch gar nicht wirklich die Autotouristik richtig einsetzen. Es stand auch scheiße, dass man sich autorisieren konnte. Naja, so ist das eben. Dann ist das eben so. Hey, Jungs, schreibt einer, habt ihr Lust auf ein Zerg? Was ist denn Zerg? Keine Ahnung, helft mir mal, Jungs. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ey. Der hat irgendwie zwei weitere Personen, der Typ. Und der hat gesagt, habt ihr Lust auf ein Zerg? Ich weiß nicht, was das ist. Also bitte beantwortet das. So, jetzt ist endlich Werbung hier in der Klinik am Südring. Noch eine Dreiviertelstunde. Die da rumgeflamed hat. Ich habe definitiv dem einen Headshot gegeben. 75% in meinem Comment-Bereich. Ich hätte die Bolt bekommen müssen. Wie soll ich mich denn verteidigen, wenn keiner rechtzeitig meinen Loot aufhebt und ich keine Medic habe? Ja, das war perfekt von dir. Das kommt am ehesten ran. Ist das geil. Das Essen hat nicht geschmeckt. Bimbrock! So, und der eine Kollege von uns, der hat gesagt, er hat bei mir geträumt und hat gesagt, dass ich ihn überreden wollte, Aktien zu traden die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ist das geil? Können wir endlich die scheiß Holztüren mal wegbrennen, ey, weil dann umgeht man sich wieder gleich nach bei uns in der Nähe. Ist das geil? Ja! Wieso hier? Ja, Ankur, ich möchte dir dienen als Farmsklave. Ja, ich möchte dir dienen als Farmsklave. Ja, ich möchte dir dienen als Farmsklave. Ja. Naja. Gräme dich nicht. Weil geben ist seliger denn nehmen. Und gerade die spanischstämmigen Menschen sind ja sehr katholisch, also sehr stark christlich geprägt. Und deswegen hast du ja tief in deinem Herzen auch dieses Gefühl. Und ja, deswegen wirst du es mit Würde tragen. Und das ist dann doch nicht ganz so schlimm, weil Materialismus zerstört die Seele. Bescheidenheit ist eine Zier. Und ja, so muss das sein. Wir werden keine Gnade für die Gegner kennen. Wir werden sie zerfetzen und ihnen einfach das Hälschen durchschneiden. Ja? Sie werden um Gnade winseln, doch die Raketen werden bei ihnen einschlagen und ihre Basis wird zertrümmert werden. Sie werden so beeindruckt sein, dass sie ihren Livestream beenden werden bei Twitch und ja, uns bestechen werden, damit wir diesen Raid nicht hochladen. Das ist so ein Schmarrn hier, also wirklich im Fernsehen. Vorgestern Abend wurde über dieses Spiel schon berichtet, gestern Abend und heute Morgen hier im Frühstücksfernsehen. Also ich weiß nicht, was wird denn da zwei Tage über so ein Spiel gesabbelt? Was ist denn das? Also ich bin total schockiert. Naja, dann gibt es hier noch Popra 11 auf Katalanisch, habe ich auch schon gesehen. Geil. Ja, also immer wieder neue Überraschung. Ja, der Jörg ist auch wieder online. Und der Fabi. Der Jörg musste sich krank schreiben lassen, weil er Rückenschmerzen hat, weil er den ganzen Wochenende nur Rast gespielt hat. Schmerztabletten eingeworfen und jetzt geht's weiter. Hallo, ihr Lieben.
gibt es denn Neuigkeiten bei Rast? Ist jemand online? Und leben wir noch? Ich bin gespannt. Bis bald. Jörg, bist du schon wieder gestorben? Ankor, wir werden Enkenji ein diplomatisches Angebot machen und ihm später zerfetzen. Er wird spüren, wie die Rache der Sieger aussehen wird. Ich bin ein guter Mitspieler. Ankor, dein Verhalten gegenüber deinem Kollegen in allen Ehren, aber durch diese Aktion wirst du für uns keinen neuen Farmsklaven gewinnen können. Na, seid ihr kleinen Schlingel, denn heiß auf das nächste Rast-Update, ja? Ankor, ich habe Jörg auf die Falle hingewiesen. Er hat Holz gehackt, aber ist dann irgendwann doch zu nah rangelaufen und es hat gescheppert. Ja. Ja, hallo meine Lieben. Ich und Jörg sind nackt und wir werfen uns hier im Jacuzzi gerade Propangastanks zu. Naja, wenigstens haben die Räder denn über die ganzen Türskins stauen können. Und sie wissen, scheiße, wir sind arme Schweine. Ankor, ich werde heute frühestens um 22.20 Uhr online sein. Leben wir denn noch? Wie sieht es aus? Bitte erzähl mir. Hallo Ankor, ich werde deinen Befehl Folge leisten und PUBG kaufen. Denn du bist eine regionale Führungspersönlichkeit. Ja, vielleicht sollten wir noch eine Prämie anbieten. Also wer dann anständig mitspielt, der kriegt dann noch eine Tafel Schokolade zugesandt oder so. Vielleicht sind ja dann manche bereiter, mehr zu geben. 5 Zugriffe. Das ist ja mal mehr als Andreas in seinen Livestreams auf YouTube jemals hatte. Nee, also wirklich cool. Mal gucken, ob jemand kommt. Wir dürfen uns da aber nicht reinsteigern. Wenn nicht, müssen wir anfangen, Counter-Strike zu spielen. Auf zur Rennbahn. Vor meinem geistigen Auge hat sich meine nicht vorhandene Schwiegermutter angekündigt. Jetzt. Du hast ein Bier vor der Arbeit getrunken? Du gehst also nicht mit 0,0 Promille zur Arbeit? Oh Gott, eieiei. Da können wir doch hoffen, dass du reichlich Knoblauch gegessen hast, dass man die Fahne nicht riecht. Am 3. Januar geht es wieder los mit Rast. Ich glaub, es geht schon wieder los. Hallo, Ankor. Das Rast-Update war schon und nun zu den neuen Mitspielern. Danke, Niklas, dass du. Was? Danke, Niklas, dass du dafür gesorgt hast, dass wir wieder bei dir spielen dürfen. Dass du uns ein neues Zuhause, eine Basis gegeben hast. Es gibt ein Wort. Das heißt Vergebung. Das Synonym dafür ist Niklas. Niklas, dein Name soll erklingen. Überall. Danke, dass du uns Obdach gegeben hast. Danke, dass du uns mit deinen Competition Skills vor den bösen Rädern schützt. Danke, dass wir bei dir oben im Kürbisfeld schlafen dürfen. Danke, dass du mit uns die Werkbank 3 teilst. Ja, ich muss leider mitteilen, dass Captain Awesome heute erschossen wurde im Bunker. Zu dem Täter möchte ich nichts weiter sagen. Es war notwendig, da die Kisten umpositioniert werden mussten. Ankor, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns mit deiner heiteren Art stets amüsierst. Danke, dass du mit uns dein Bier teilst. Danke, dass du mit dem Crossbow den Wolf erlegst, der mich tötete. Danke, dass du den Mais eingesammelt hast von der anderen Flussseite. Danke,
dass du da bist. Basti, danke, dass du den TeamSpeak-Server zur Verfügung stellst, der uns das gemeinsame Spiel ermöglicht. Danke, dass du uns mit 3.500 Stunden Rasterfahrung zur Seite stehst. Danke, dass du früher die Vasen oft auch alleine gebaut hast. Danke für den tollen Armitür-Skin mit dem weißen Stern. Danke dafür, dass du den Bär so oft erlegt hast, der mich tötete. Danke, dass du auch hier mit uns spielst. Um noch mal auf das Thema Schneemann oder Schneefrau zurückzukommen. Wo hatten Herr und Frau Schneemann ihr erstes Date? Beim Schneeball. I'm waiting, oh, then I feel the way I wait. I swing my blue suede shoes, so I wait again. I'm waiting, oh, let's wait. Paschi, wenn du nochmal Garage Doors auflässt, ja, in der Base über Nacht, dann kriegst du von mir eine hinter den Löffel. Wir sind eben eine Nullgruppe. Paschi, ich würde dir einen guten Tipp geben. Kündig deinen Job und werd zum Rastprofi-Gamer. Hey Flo, warum flüsterst du eigentlich so? Schlafen deine Kinder? Hast du in dem Zimmer? Bist im Schlafzimmer von den Kindern? Ja, genau, ich nicht. Ihr habt dafür meinen scheiß fucking Raum. Da aber auch dann hier Paschi und Bastu hier pennen. Ja? Ich muss ja alles voll purzen. Ich muss jetzt auch, bevor sie kommen, hier die ganzen Bierlager hier aufbauen. Und ja, genau. Du musst gehorchen. Rast braucht uns. Ja, naja, wir wollen Rast schon spielen, aber wir müssen da irgendwie jetzt eine andere Lösung finden. Wir können mal so zwischendurch Rast spielen. Die großen Basen werden wir nicht mehr schaffen. Und ja, im Prinzip müsste man schon ein anderes Spiel suchen. Also vielleicht fällt dir noch neben PUBG und FIFA noch was anderes ein. Wenn uns das Spiel zusagt, würden wir dich sogar kaufen. Ich habe nur 11 Euro auf dem Steam-Account und kann loslegen. Derselbe Fehler war, ich war gestern zum Waschsalon, bin ich gegangen. Dann habe ich mir noch, wo ich wiederkam, beziehungsweise habe die Wäsche in den Trockner gemacht, bin in meine Wohnung gegangen, habe Rast gestartet, dass ich in die Warteschleife komme, beziehungsweise in den Ladeprozess, war ich eine halbe Stunde später wieder zu Hause. Und dann angeblich war ich mit Steam nicht verbunden. Na gut, wie ist das möglich? Starte ich also nochmal und ich habe praktisch ewig geladen, über eine Stunde 15. Und dann, wo ich dann bei Receiving Data stand, stand dann da ewig keine Rückmeldung. Da habe ich gesagt, na jetzt kann ich nicht nochmal anfangen. Ich muss dann in einer Dreiviertelstunde irgendwie auch los, in einer Stunde. Und naja, also der Laptop scheint langsam an Altersschwäche zu leiden, sage ich jetzt mal so. Ankor schafft sich schon einen netten Bauch an. Für schlechte Zeiten. Geil. Faxe-Bier. Das gilt ja mal als so besonders preiswert, ne? Aber das ist im Verhältnis auch über ein halber Liter. Ein Liter kostet auch 1,50 oder so. Oder 2 Euro. Also, es ist nicht preiswert, es ist teuer. Oh mein Gott, ich bin voll wie eine Standhaubitze. Ja, Moment, das ist total krass jetzt. Jetzt gab es hier Typen auf der Baumhütte in Werder, die meinen Namen kannten, weil ich im Stadion FC aber ich gesponsert bin. Ist das geil, ey. Oh mein Gott, das ist richtig Fame. So, und was wir auch machen können wieder im Herbst, jetzt ist es natürlich zu heiß im Sommer, dann klar, können wir natürlich wieder in die Spielbank gehen. Und ja, mal sehen, wie viel wir diesmal verzocken dann. Tja, Anko, und da du ein begnadeter Spieler und Gambler bist, bist auch du herzlich dazu eingeladen, alles auf die 7 zu setzen. Hast eine 35er-Quote. Oder Basti, du könntest ja, da du ja einen neuen Rechner hast, einen richtigen geilen Zockerrechner, kannst du ja hier ein Paschi ausleihen, ne? Du zockst eh nicht mehr. Dann kannst du aber auf dem Leppi vom Paschi hier deine Homeoffice machen. Der Laptop ist natürlich auch ein Objekt, zu dem man ja schon seit 3 oder 4 Jahren Vertrauen hat und da fällt eine Trennung äußerst schwer.
wenn man jeden Tag mehrere Stunden mit diesem Gerät verbracht hat. Ist das so vertraut wie die morgendliche Kaffeetasse, die man immer benutzt auf Arbeit oder die Lieblingskuscheldecke? Ja, die Ladenbauer von uns, ja, der Berliner und die zwei Thüringer, die haben ja heute sich eine PlayStation ausgeliehen von uns, leihweise, und die habe ich schön in eine Kiste eingepackt, ja, und ihm mitgegeben. Wir haben ein bisschen kleine Überraschung reingemacht, weißt? Ich habe das gefilmt, Jungs. Das ist so geil, wenn die Granaten um dir einschlagen, du genau berechnen musst, wie du abdrehen musst, wenn du die Panik spürst und dann doch sinkst. Aber wenn du ein gegnerisches Schlachtschiff versenkst, die Jubelschreie der Mannschaften kennen keine Grenzen. Ankor, Ankor. Das klingt wie so eine Sirene, ne? Alarm, Alarm, Alarm. Was ist denn an dem Spiel so schlimm, World of Warships? Es kostet nun mal nichts. Oh, das ist halt wirklich manchmal irre, ne? Wenn du da halt falsch fährst, aber ja, es hat halt was. Dick, ey. Was labert ihr für ein Scheiße, ey? Das hat sich irgendein Scheiß gegoogelt, oder ihr seid eh nur unterwegs, ihr Pisse. Auf geht's, Boah! Bord Stange! Wie Flo spielt nicht gerne Rast. Das kann ja wohl nicht angehen. Der muss gehorchen. Gehorche, Flo, spiele Rast. Rast ist das moderne PUBG. Lasst uns froh und munter sein. Und uns auf die Dividenden freuen. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Dividendenausschüttung wieder da. Bald ist Dividendenausschüttung wieder da. Es ist interessant, Ankur, wie du hier versuchst, Dienstanweisungen zu geben, während die Frau im Hintergrund arbeitet. Oh Mann. Nein. Niklas ist noch jemand, so ein Name ist jemand, der in der Keksfabrik arbeitet oder jemand, der 13 Jahre alt ist. Also passt überhaupt nicht. Und Kevin, ja, Kevin, also sorry, und Kevin bin ich ja nun wirklich nicht. Dann müsste ich entweder in der SPD sein oder aus dem Hochhausbezirk stammen. Stimmt also auch nicht. Also Pascal, das passt schon, auch wenn ich mir der Name nicht gefällt. Das habe ich da schon mal gesagt. Du musst auch mal lernen, mein Allwissen zu akzeptieren, Angor. Gute Nacht, Robin. Thorsten hat ja mein Allwissen akzeptiert. Akzeptiere du auch mein Allwissen. Hallo Günther, wie schaut's aus mit den Dividenden? Kannst du dir schon einen PC leisten? In der Arbeit kennen sie mich schon mit Röhrchen und Spiegel. Also die Dosen, die fallen gar nicht mal so auf. Ja, hallo Robin, schön, dass du dich auch dazu meldest. Naja, hier ist Pascal. Ja, Günther fasst nichts an mir. Günther ist mindestens 50 Jahre alt und ja. Ja, gut, ich würde die Flasche natürlich überlassen. Ist ja keine Frage. Und ist die Frage, was wir jetzt als erstes abfotografieren. Was könnte Günther in seinem Kasten drin haben? Handgranaten oder ein G36. Falls deine Nachbarn mit der AKM rüberkommen. Ankur, mache doch mal einen Livestream, damit wir dir auch zuschauen können. Ja. Hallo Ankur. Ich würde dir gerne was spenden, doch leider finde ich keine Zahlungsmöglichkeit. März 2020. Ja, was ihm fehlt, das ist der PC. Ja, was ihm fehlt, das ist der PC. Hier, kauf den PC, Digga. Hamburg City.